Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Nachdem wir es das letzte Mal dann doch geschafft haben, ein bisschen glücklich, aber auch nicht ganz unverdient im Elfmeterschießen, hallo, zu gewinnen. Was ist das jetzt? Oh ne, sag jetzt bitte nicht, das ist wieder dieses Ding, dass die Server wieder gerade am Abkacken sind und deswegen die Latenz rot ist. Bitte. Oh, fuck you. Bitte nicht, ey. Das kann nicht sein, ey. Das kann nicht sein. Wetten, wenn jetzt in den Online-Modus reingeht, ist wieder alles grün. Oh nein, das. Oh. Das ist jetzt das dritte Mal in Folge. Also nicht in Folge der Aufnahme, sondern in Folge der Weekend League. Die letzten beiden Weekend Leagues gab es auch Phasen drin, wo das war. Warum, verdammt? Wetten, hier ist die Latenz jetzt grün. Ich wette mit euch, die Latenz ist hier grün. Passt auf. Also, falls wir einen Gegner finden, was ist das mit den anderen? Mann, 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 Mann. Na kommt. Jetzt spielen natürlich alle Weekend League, logischerweise. Oder fast alle. Interessanterweise habe ich gehört, dass ein EA-Mitarbeiter gesagt hat, dass nicht am Wochenende die meisten spielen würden, weil sich gar nicht die Masse für die Weekend League qualifizieren würde. Die meisten würden wohl die Knockout-Turniere spielen und der höchste Traffic wäre wohl am Montag. Also, ja, interessant, interessant. Okay, wir schauen nochmal bei der Weekend League rein. Wäre echt ärgerlich. Ich habe erstmal zwei Folgen aufgenommen. Das müsste ich schon wieder unterbrechen. Das wäre blöd. Also nicht zwei Folgen, sondern zwei Spiele. Will nur gucken, ob es der gleiche immer ist. Ach, das wäre wieder so bitter. Nee, es sind andere Spieler. Scheiße, Mann! Ich will nicht mit roter Latenz spielen. Okay. Okay. Scheint wohl wieder zu gehen. Oh, ich hoffe, es war kein Fehler. Ich hoffe, es geht jetzt auch. Bitte, 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 bitte. Oh Gott, nee, es leckt, weil es lädt so lange die Bilder, es leckt. Oh, Scheiße. Es wird laggen. Es wird sowas von laggen, aber so dermaßen. Starkes Team natürlich erstmal. Ich versuche mich trotzdem zu konzentrieren und hoffe, dass es abbricht, nachdem ich ein Tor geschossen habe. Oh Gott, wird das eklig. Passt auf. Falls es überall weitergeht. Ja, es geht weiter. Noch leckt's nicht. Okay, sieht gut aus. Dann wollen wir uns mal konzentrieren. Konzentration, gut spielen, komm schon, mit Modest auch mal so ein Tor machen. Ja, wusste ich. Okay, konzentrieren, komm, komm. Hat ein sehr gutes Team. Schade. Aber vielleicht macht er jetzt Modest wieder eins über den Kopfball. Komm, Modest, ich weiß, dass du es drauf hast. Mach's einfach.
Er ist leider nicht zum Ball. Er hat sich von Eriksen den Ball wegschnappen lassen. Jetzt aber. Komm, Eriksen ist auch nicht so groß. Alter, ich wollte natürlich auch wieder nicht so einen blöden, gelupften Ball schießen mit Goretzka. War halt einfach wieder, man drückt auf Spielerwechsel. Ich kann mir einfach nicht abgewöhnen, da diese Spielerwechseltaste nicht zu drücken. Und dann wird Vidal noch schön umgerungst und gefoult, aber ich nehme trotzdem das Tor. Natürlich glückliches Tor, aber ich nehme es gerne mit. Why not? Verbindung unterbrochen. Spiel gewonnen. Geil. Wir hatten... Oh, ist das geil geschenkt. Ich weiß nicht, ob er das war. Es kann auch sein, dass es der Server ist. Die Server scheinen ja gerade wieder Probleme zu haben. Also es kann natürlich auch sein, dass es die Server waren und nicht der Gegner. Aber ist mir egal. Super schneller Sieg. Sehr schön. Ha. Nice. Okay, ein Spiel weniger bei der Bundesliga. Eins abziehen. Ja, eins abziehen. Können wir direkt noch eins machen, weil es war ja der Anfang vom Spiel. Okay, aber zumindest scheint es nicht zu laggen. Das ist doch schon mal schön. Und wenn die Server abbrechen, ist das nicht so schlimm, weil wenn man führt, dann hat man den Sieg gut geschrieben. Wenn man hinten liegt, kann man das Spiel nochmal machen. Ist halt nur ärgerlich, wenn man gegen einen schwachen Spieler spielt und noch das Tor noch nicht gemacht hat. Oh, fuck. Sehr gutes Team. Nur das 86er. Nur das 86er. Man, nee, nicht das 87er, aber auch als Foot Champion. Und, also war er, oder? Oder habe ich gerade mich versehen? Jetzt war, glaube ich, Foot Champion, oder? Und er hat diesen verfluchten Son, der total eklig ist im Sturm. So, jetzt aber konzentrieren. Kein Foul, okay. Da bin ich ruhig geblieben, weil ich wusste, wenn du jetzt durchdrehst, rennt Son durch, macht das Tor. Muss aufpassen, dass ich hier nicht zu stupide über die Außen nur gehe. Schöner Ball auf Modest. Oh, schwach angenommen. Schade. Aber jetzt macht vielleicht Modest mal wieder. Komm, du hast lang keinen mehr gemacht, Modest. Nach einer Ecke. Du musst jetzt einen machen. Muss dabei? Ah, okay. Begovic hat er gehabt. Auch wieder krass. Schwaches, sehr starkes Team. Aber nur Begovic im Tor. Ich huste euch irgendwas hin und ich glaube, ich hätte eher besser schießen sollen. Und hoffen, dass Modest irgendwas Geiles macht. Oh, wie wir schon wieder eigentlich den Ball hatten. Wie wir schon wieder, ne? Also, was? Das war doch kein Foul von Goretzka. Gegner spielt einfach gerade mit einem schlechten Spielaufbau. Dafür kann ich doch nichts. Oh, mach den einfach direkt. Sieht fast so aus. Ja. Ich hab's mir schon gedacht, also gewechselt hat, dass er gerne direkt machen wird. War ein weiter Weg, da ist es dann schwer, den gefährlich aufs Tor zu bekommen, glücklicherweise. War ein bisschen glücklich, wie der Ball da durchkommt auf den Bähler, aber okay. Schön gemacht von Piszczek. Ganz, also richtig ultra schwacher Pass von Dembele. Keine Ahnung, wieso den so spielt. Richtig sinnlos. Diese verfluchten Stolperbälle die ganze Zeit.
Gehen wir euch auf den Sack. Aber egal. Nichts passiert. Schöner Schuss von Stindl, schade. Hätte man auch nochmal auf Reus passen können, habe ich zu spät gesehen, dass er noch im Spiel ist. Ja, jetzt aber Modest, komm. Ich wusste es, dass er jetzt einen Distanzschuss macht. Deswegen habe ich auch direkt einen Spieler hingezogen. Sehr schön. Ach Mist, da stolpert er dann drüber. Gemacht von Hummels. Pff, aus dem Winkel, Freunde. Aber schwieriger Gegner. Das ist momentan zumindest ein Spiel, was in beide Richtungen ausgehen kann, denke ich. Unangenehmerweise. Oder er macht halt einfach dieses verschissene fucking Kopfballtor aus der kurzen Ecke heraus und Hummels verliert das Kopfballduell. Scheiße. Aber das kann das entscheidende Tor sein. Es kann halt jetzt sein, dass genau das reicht, um zu gewinnen. Fuck. Müssen wir natürlich aufpassen. Alter, ich drück nach links. Goretzka läuft in den Strafraum. Ich will auf Goretzka passen und er passt auf Reus. Egal, wir haben noch genügend Zeit auszugleichen. Das ist ein Tor, mein Freund. Das ist ein Tor. Was für ein Strahl von Reus. Ach du Scheiße. Der war zwar flach, aber egal. Er war einfach so straff geschossen. Eieiei, was für ein Ding, ey. Richtig geil, wie der da noch runterfällt. Bam. So, jetzt haben wir wieder ausgeglichen. Jetzt machen wir mal das 2-1, würde ich sagen. Schön gemacht von Hector. Konzentration. Es ist ein ausgeglichenes Spiel. Wie gesagt, es kann in beiden Richtungen ausgehen. Ich denke, das Unentschieden ist bisher gerechtfertigt. Ich hoffe, dass ich vielleicht in der zweiten Hälfte mir eine Führung verdienen kann. Mein Tor war ja zumindest aus dem Spiel heraus, war natürlich ein Distanztreffer. Das vom Gegner war bloß nach einer Ecke. Das war ein schwacher Pass, weil ich ihn außer Drehung spiele. Und darf ich so eigentlich nicht spielen. Schöner Pass auf Reus.
War einfach zu eng, hätte ich nicht hinspielen dürfen. Freunde, es darf doch niemals ein gefährlicher Schuss werden. Foul. Das ist doch keine Ecke. So, ich glaube, Reus ist platt. Der Bele noch nicht ganz. Wenn er unentschieden steht, werde ich erstmal so lassen. Und den Bele noch drin lassen. Weil Müller ist auch derjenige, der weniger Ausdauer hat, dass wir dann Müller quasi erst später bringen. Was war denn das? Geiler Schuss, also das war ja mal eine geile Aktion. Wenn die reingegangen wäre, herzlichen Glückwunsch, aber ist sie halt nicht. Jetzt haben wir hier Müller, der natürlich schneller ist. Mit seiner Ausdauer, mit seiner Frischen. Und trotzdem eingeholt von Smalling. Und das war ein dummer Einwurf von mir. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, das ist meine Schuld. Glück gehabt, die Situation entschärft. Aber steht halt so dicht. What? Nice. Schöner Pass und jetzt können wir, denke ich, auch den Bele rausknallen. Ja. So, Modest, mach jetzt bitte auch mal noch eine Agentur. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Macht's leider nicht. Oh, ey, diese knappen Pässe beim Rausspielen. Ich kann nicht nachvollziehen, dass da nicht mal irgendeiner an den Ball rankommt. Und wenn er halt nur den Fuß reinhält. Ich will ja gar nicht, dass sie direkt im Ballbesitz bleiben, aber wenigstens mal den Fuß halt ran. Irgendwie. Was, dass es kein Foul ist? Nein! Oh, eine Schusstäuschung ins Aus, geil!
players indicated there will be a minimum of 2 minutes added time. Oh, sogar gefährlich der Schuss. Ich war jetzt eher so ein Verzweiflungsschuss, weil ich dachte, fuck, mein Zeit ist gleich vorbei, du kommst nicht durch. So, jetzt machen bitte rein, Modest. Das wäre jetzt unglaublich wichtig. Jetzt vielleicht. Verlängerung. Sehr ausgeglichenes Spiel. Ich muss versuchen, mehr zu Torschancen zu kommen, verdammt. Na, Schuss von Modest, okay, aber ich meine, hat Begovic, ne? Da kann man vielleicht auch mal einen aus der Distanz drauf und rein machen, aber. Naja, jetzt spielt er Sanchez, okay. Stindl, mach den doch mal rein. Stindl bringt auf jeden Fall nicht so geile Ecken, habe ich das blöde Gefühl. Boah, geil von Ribéry. Boah, getunnelt, Glück gehabt. Oh Mann, wieder mal das scheiß Kreuz, ey. Ärgerlich. Ach, wieder ein schöner Schuss von Stindl, der nicht reingeht. Das ist aber halt das Ding, wenn du solche Dinge halt nicht machst, klar ist dann dein Counter nicht steigt. Gut, dass wir alle Treffer haben. Besser als nichts. Das wäre es jetzt noch gewesen, ey. Glück gehabt, dass diese interessante Variante nicht funktioniert hat. Ja, wir hatten aber alle Treffer, das dürfen wir nicht vergessen. Modest und Stindl komplett im Arsch. Und Glück. So ein scheiß Lacker, ey. Oh, fuck you, Mann. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch den Ausgleich schaffen. Das ist halt einfach nur total glücklich. Da aus dem Stand quasi der. Aber ich habe ja gesagt, so ein aus dem Stand quasi der Distanzschuss, der dann einfach reingeht. Aber es ist eigentlich eher ein Lob für mich, weil er kombiniert halt auch nicht durch, sondern versucht dann den Distanztreffer, weil er einfach weiß, wie schwer das Durchkommen ist. Jetzt ruhig bleiben, wenigstens nochmal versuchen, die Chance da rauszuspielen. Komm schon, eine Ecke ist immer eine Möglichkeit. Vor allem mit Modest.
Oh, Hummels, der Idiot, Mann! Klau wieder Modest den Kopfball und macht ihn dann nicht selber rein. Das werde ich verlieren, leider das Spiel. Aber wie gesagt, das ist eins dieser Spiele. Es war so knapp. Meiner Meinung nach wäre ein Elfmeterschießen verdient. Gerade durch meinen Alu-Treffer wäre ein Elfmeterschießen verdient. Aber ich muss es akzeptieren. Es ist einfach eines dieser Spiele. Es kann man gewinnen, es kann man verlieren. Es kann ins Elfmeterschießen. Krasser Freistoß, sehr krasser Freistoß. Kann man gewinnen, kann man verlieren. Da kann ins Elfmeterschießen gehen. Wäre meiner Meinung nach auch leistungsgerecht gewesen. Das war kein Foul, verdammt nochmal. Wir werden es verlieren. Krass, wie konstant gut er die straffen Dinger aufs Tor bringt. Boah, fick dich. Das ärgert mich natürlich trotzdem, aber wie gesagt, ich kann es akzeptieren. Scheiß drauf. Ah, da haben wir leider die erste Niederlage, kann man nichts machen. Vorlagen Dembele. Gut, da das eine Spiel ja direkt abgebrochen war, würde ich sagen, machen wir einfach wieder eine Ultralong-Folge und spielen die nächste. Ja, Modest. Gute Frage. Stindel, was bei Stindel halt auffällt, klar, das sind keine hundertprozentigen Chancen, das sind keine krassen Dinger, die er da aufgelegt bekommt, aber man darf halt nicht vergessen, er hatte einige, das eine ging wieder ans Alu, klar ist auch ein bisschen Pech dabei, aber es ist halt, Moment mal, was ist denn das, weiße Hosen, naja, scheiß drauf. Sehr ärgerlich auf jeden Fall, also mich ärgert es zumindest, oh Gott. Nochmal ein sehr, sehr gutes Team. Nicht so der gute Torhüter, aber ein sehr, sehr gutes restliches Team. Und nur der 88er Icardi. Da gibt es auf jeden Fall schon 89er, soweit ich weiß. So, jetzt konzentrieren. Es geht wieder bei 0 los. Letzte Gegner war gut. Hoffen wir mal, dass er jetzt nicht ganz so gut spielt. Wir vielleicht mehr Glück haben und nicht so ein Alu-Pech. Und dass Kane ein bisschen mehr übertreibt als Modest. Schade, gute Situation, aber war dann auch schwer zu zielen und zu schießen im Fallen. Oh ja, der Glück. Bisschen übertrieben, glaube ich. Oh, und er läuft sich trotzdem, weil er einfach so pacey ist. Aber oh, es bringt ihn nichts. Als Pili wartet einfach. Mach's gut. Fall einfach hin, Roberto Firmino, und du kriegst einen Elfmeter. Oh mein Gott. Schusstäuschung wäre so geil gekommen. Aber da war einfach der Fehler. Er ist halt wieder stehen geblieben. Ich meine, es ist zwar löblich dem Spieler gegenüber, aber es war halt ein Foul. Und es wird aber nicht gepfiffen, wenn er nicht hinfällt. Das ist halt das Problem. Tunnelt.
Geil gemacht von Kane. Hat man natürlich Glück, wie wir da nochmal an den Ball gekommen sind, aber egal, dann ist leider der Schuss geblockt. Schön gemacht von Coleman. Komisch, dass es kein Foul war. Leider ist er lange im Ballbesitz, also er macht wenige Aufbaufehler, ist aber auch sehr langsam im Aufbau. Und dadurch ist es halt schwer, selber viele Angriffe zu führen. Sehr ermüdend der Spielstil. Fuck. So, als ob wenn sich Kane da durchsetzen und absetzen würde. Krasser Pass. Gut gemacht von Reed. Ich darf es nicht erzwingen wollen, ich muss es rausspielen. So wie jetzt, aber da sind wir leider nicht im Ballbesitz geblieben. Scheiße. Hätte ich doch lieber die Seiten wechseln sollen auf Mané. Wieder hat er Glück, aber dann macht er leider, heißt leider, dann macht er zum Glück den Fehler und drückt auf Schießen. Schade, auch wieder ein sehr ausgeglichenes Spiel. Eieieiei. Sieht man auch, Ballbesitz, Schüsse, also das kann auch wieder in beide Richtungen gehen. Wir haben einen sehr ähnlichen Spielstil. Ich glaube, hier entscheidet sich, wer zuerst einen Fehler macht oder wer halt länger ruhig bleiben kann. Ich denke, es wird nicht ins Elfmeterschießen gehen. Ich denke, irgendjemand macht vorher einen Fehler oder dreht halt durch. Und der da länger ruhig bleibt oder halt den Fehler nicht macht oder antizipiert oder benutzt oder wie auch immer, der wird hier in Führung gehen und dann wahrscheinlich auch gewinnen. Das war zum Beispiel ein dummer Fehler, der aber nicht bestraft wird.
War eigentlich eine gute Chance, aber dann waren leider noch zwei Spieler da, die was dagegen hatten. Erster Eckball für uns. Ich hoffe mal, dass Kane Bock hat. Ah, Eigentor, geil. Aber ja, man merkt auf jeden Fall, dass Kane nochmal Kopfball stärker als Modest ist. Modest fehlt halt noch ein bisschen Sprungkraft und ist halt auch nochmal einen Zentimeter kleiner als Kane. Das ist halt, man merkt das. Wenn man ihm da nicht einen Chemistry-Style gibt, das war übrigens, glaube ich, CPU Kane, der da ans Alu schießt. Wenn man ihm da nicht einen Chemistry-Style gibt, dass er nochmal 10 Punkte mehr auf Spring hat, ist das, denke ich, mit Modest nicht ganz... Also klar, Modest ist trotzdem kopfballstark, weil er 99 auf Kopfballgenauigkeit hat, aber er wird, denke ich, nicht so oft die Kopfballtore machen wie halt ein Kane oder ein Benteke und... Da müsste es dann halt eigentlich mit dem Fuß regeln, aber das sieht bisher nicht danach aus, leider. Scheiße, da hat Kane leider zu lang gebraucht. Oh, wäre das geil gewesen. Aber es war natürlich dann schwer, weil er dann abgedrängt wurde. Das war eigentlich auch nicht der Plan, dass er den so merkwürdig dann spielt. Ja, ich habe noch das Schießen drin gehabt von Firmino, der schießen sollte. Das war das Problem. Schön gemacht von Coleman. Schöner Pass. Tick zu spät. Gut positioniert mit Reed. Da trotzdem nice. Oh, Firmino, mach den doch! Das sind so Situationen, wo ich mir denke, was? Meine Fresse, du bist doch gut. Und schon wieder nicht. Mann. Naja, taktisches. Er gibt wahrscheinlich kein Gelb, aber eigentlich wäre es Gelb. Na, gibt doch Gelb. Hätte gedacht, er sagt es nochmal nicht weiter, nicht weiter. Schöner Pass auf Char. Nein, den hat er komplett aus den Augen verloren. Kein Foul? Das ist doch ein Foul gewesen. Vor allem, wenn ich zuletzt dran war. Langsam reicht's, hä, Meusel? Das war dumm von mir. Ich hätte mich erst drehen dürfen, müssen und dann passen. Das war ein Fehler gerade. Wenn jetzt ein Tor frisst, ist es meine Schuld, weil der Ballverlust war halt sinnlos. Sehr gut.
Oh, den habe ich halt echt gesehen. Also gesehen, den habe ich halt echt reingehen sehen, weil Kane da so alleine stand. Aber den setzte irgendwie übers Tor. War halt auch ein schwerer Winkel wieder, klar, aber geht man irgendwie trotzdem davon aus, dass der reingeht. Weil er halt so kopfballstark ist. Natürlich kommt er wieder nicht zum Schuss. Oh mein Gott. Habe ich gleich auch wieder zu lange gewartet. Ich wollte auch wieder ein bisschen Ballkontrolle haben und hätte halt einfach direkt schießen sollen. Nein, ich hatte schon auf. Oh, falsche Knopf. Ach so, 90. Minute fällt mir gerade auf. Nice. War so ein fesselndes Spiel in der zweiten Hälfte, dass ich echt nicht die Zeit habe vergehen sehen. Aber wir haben gewonnen. Es war ein knappes Spiel und es hat der gewonnen, der einen Tick mehr Glück hatte. Vielleicht hatte ich auch die eine oder andere. Wir haben jetzt gerade noch mal eine gute Situation von Arnautovic gesehen. Vielleicht habe ich auch die ein oder andere gefährlichere Situation gehabt. Also ein ganz, ganz knapper Sieg ist vielleicht sogar verdient, aber natürlich im Großen und Ganzen trotzdem glücklich, gerade mit dem Eigentor. Aber es ist Wahnsinn, wie viele Tore wir über Ecken schießen. Oder nach Ecken schießen in letzter Zeit. So, dann mache ich hier erstmal einen Cut. Ich überlege, wer weiß, jetzt erstmal was essen und dann nochmal zwei Folgen aufnehmen oder so. Oh, fuck, Mann, mein Kreuz tut echt weh. Oder mein Hals oder wie auch immer. Dann haben wir 18 Spiele noch. Dann werde ich auf jeden Fall versuchen, mindestens 10 Spiele am Samstag zu spielen. Dann hätte ich noch 8. Und dann am Sonntag 8 bekomme ich schon irgendwie hin. Also dann liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.